geht's los. Da bist du ja! Und du bist du ja, Mensch! Also, in einer Viertelstunde geht der Unterricht los. Ich dachte, du kommst zu spät. Ich dachte, du kommst zu spät und dann hätten wir Ärger bekommen von unserer Lehrerin. Weißt du, wie schlimm das wäre? Wir sind jetzt groß. Wir sind jetzt in der ersten Klasse. Wir sind jetzt Schulkinder. Wir gehen nicht mehr in den Kindergarten. Wir sind Schulkinder. Also müssen wir uns auch wie Schulkinder benehmen, okay? Wir sind jetzt die Großen. Ja, wir sind die coolen Kinder. Wir sind jetzt in der zweiten Klasse. Wir sind so richtig groß jetzt. Bald werde ich schon mein eigenes... Ich bin nicht mehr zu den kleinen Zwergen. Nein, bald werde ich mein eigenes Auto fahren. Ich bin noch nicht mehr in der ersten Klasse. Wenn ich jetzt auf dem Spielplatz bin, sage ich, hey, du da, ich bin hier, ich bin der Große. Okay, es gibt noch Dritt- und Viertklässler bei uns, aber trotzdem... Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich, ich werde mein ganzes Leben meine Hausaufgaben machen. Ich werde ein guter Schüler sein. Ich habe auch gestern 3 Stunden daran gearbeitet. Ich habe vier Stunden. Hat so viel Spaß gemacht? Ja, es hat richtig Spaß gemacht. 1, 2, my name is Kati. Wow, woher weißt du das alles? Das ist doch, so sprechen wir aber nicht. Das ist doch als Hausaufgabe auf. Oh nein, oh, ich habe gestern die ganze Zeit Minecraft gespielt und jetzt krieg ich Ärger. Mein erstes Mal im Leben habe ich meine Hausaufgaben vergessen. Hast du deine Hausaufgaben? Ja. Ich hoffe, sowas passiert mir niemals. Wir sind jetzt die Großen. Mhm, da hast du recht. Also langsam fühle ich mich auch so ein bisschen erwachsen. Aber das ist das letzte Jahr hier von uns jetzt auf dieser Schule. Wir müssen uns jetzt richtig anstrengen, damit wir auf eine gute weiterführende Schule kommen. Ja, wir müssen eine gute Schule empfehlen. Aber weißt du, was das Coole ist? Wir kriegen jetzt unser eigenes Patenkind in der vierten Klasse. Mhm. Wir müssen wir müssen auf die Erstklässler aufpassen. Weil wir sind wow, schon erwachsen. Genau. Ja. Wir sind so groß, das gibt's gar nicht. Ich bin so erwachsen. Ich könnte bald selber meine Rechnung zahlen. Endlich auf der neuen Schule. Und dann direkt in einer Klasse. Yes! Sehr gut. Wir sind jetzt die Großen hier. Oder auch nicht. Hier sind echt ziemlich alte Leute schon. Wir sind wieder in der ersten Klasse. Ich hab Leute gesehen, die sogar Schüler hier sind und im Auto kommen. Die sind bestimmt schon 20 oder so. Wie kann man so alt sein und noch auf der Schule? Wir fangen wieder von vorne an, glaube ich. Und eine Sache habe ich nicht verstanden. Warum haben wir denn keinen Sachunterricht mehr? Ja, das heißt jetzt genau. Chemie und Erdkunde und wir Biologie haben jetzt Bio und sowas. Und ich glaube, ich habe gehört, bei Bio, da macht man immer nur Sachen über Tiere. Also, wobei, das ist cool. Kannst du es glauben? Wir sind in der 6. Klasse und wir fahren bald auf Klassenfahrt. Das wird das Highlight des Jahres. Ja! Und weißt du was? Nur noch 7 Jahre, das sind 2555 Tage bis zum Abitur. Gar nicht mehr so viel, oder? Ich packe sofort in meinen Schülerkalender ein. Ich mache ja einen Countdown. Ich liebe Fremdsprachen. Ich auch. Ich find's richtig gut. Warte, warte. Ich habe schon was gelernt. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kahn. Das wird so klasse. Endlich weitere Fremdsprachen. Endlich liebe, die zweite Fremdsprache. Ich liebe die weitere Fremdsprache. Ich sag es dir. Oh, erste Stunde Französisch. Ich hasse Fremdsprachen. Oh, da bist du ja, hey. Ich, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr, ganz ehrlich. Warum gibt es eigentlich diese blöde Schulpflicht? Ich finde alle Schulfächer blöd. Ich hasse es hier, ich hasse es einfach hier. Warst du auch letztens auf der Party? Ich weiß gar nicht mehr genau. Meinst du von Maren, die Party? Ja, klar. Boah, die war so heftig. Ey, das ging am Ende sowas von ab und dann kamen ihre Eltern. Die haben noch Flaschen drin gespielt, ne? Ey, die hat so Ärger bekommen, das glaubst du gar nicht. Ich habe sie auch in der letzten Zeit gar nicht mehr in der Schule gesehen. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht auf eine andere Schule muss. Ey, das war so heftig und dann hat sie das in der Instagram-Story gepostet und dann kam sogar die Polizei noch. Oh, es ey war brutal, sage ich dir. So, was haben wir jetzt eigentlich für eine Stunde? Ich hab gar keine Ahnung. Ist egal. Oh, dieses Schuljahr muss ich mich echt richtig anstrengen, weil sonst wird das nichts mit dem Abitur. Also letztes Jahr war nicht so toll, da habe ich mich kaum auf die Schule konzentriert, aber langsam. Mein Vater hat schon gesagt, Ausbildung oder Studium und so. Und die haben gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das haben die mir zwar schon bei der Grundschule gesagt, aber aber jetzt verstehe ich es. Aber jetzt wird es wirklich richtig ernst. Ein Kollege hat schon mit der Ausbildung eiskalt angefangen. Das ist ja heftig. Ja, und ich bin noch, deswegen, ich muss mich jetzt anstrengen. Die nächsten Jahre werden extrem wichtig für mich. Ich werde jetzt total diszipliniert sein. Du, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe doch im Herbst ein Praktikum gemacht. Ja. Die Praktikumsstelle habe ich zu Ostern jetzt nochmal bekommen. Oh, wie und gut. Vielleicht bieten die mir sogar eine Ausbildungsstelle an. Sogar duales Studium kommt in Frage. Boah. Wie sieht's bei dir aus? Du, ich werde nach der Schule erstmal ein bisschen Work and Travel machen oder Au-pair oder eine Weltreise. Work and Travel oder nur Travel? Air Travel, ne? Ja, aber cool, muss auch sein. Genau, wir haben uns das echt verdient. Ja. Hey, aufstehen, das ist abiturrelevant.
Ich bin ganz ehrlich, in den letzten Tagen und Wochen übe ich nur für diese Abi-Prüfung. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so K.O. Ich habe mir vorgenommen, richtig früh anzufangen zu lernen. Ja, ich habe schon angefangen zu lernen. Ja, ich noch nicht. Ja, ich war letztens wir haben ja auch noch bestimmt 180 Tage. Ja, ich war letztens in der Uni-Bibliothek und ey, wenn ich das schon sehe, ich möchte gar nicht an die Uni. Es ist Weißt du noch früher, da haben wir immer gesagt, die Abiturienten sind total alt, aber wir sind doch noch gar nicht alt. Ich wünschte, ich wäre jetzt in der ersten Klasse. Ich wünschte, ich wäre noch erste oder zweite Klasse. Da hatten wir Probleme, die würde ich gerne heute haben. So Leute, das war ein etwas anderes Video, eine Kurzreise durch 12 Jahre Schule. Genau, ich habe 13 Jahre bis zum Abitur gemacht. Ja, ich auch. Ich glaube, das hat sich in Nordrhein-Westfalen wieder geändert. Mhm. Ich glaube, Bildung ist ja Landessache. Das heißt, jedes Bundesland hat etwas andere Regeln, glaube ich, oder Zeiten, was das angeht. Ich glaube, mittlerweile ist es aber wieder auf 13 Jahre. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr 13 oder 12 Jahre zur Schule geht. Kann, welches Schuljahr war denn so dein Lieblingsschuljahr? Also ich glaube... Also ihr habt ja schon gesehen, die Grundschule war eigentlich ziemlich locker und man hatte so Probleme, wo man sich so denkt, ey, das ist doch... Ja. Ne? Also heutzutage denke ich mir auch so in der Grundschule, das war mit die beste Zeit, wobei ich halt auch sagen muss, aber auch so 5., 6. hatte was Cooles, aber auch so 9., 10. hatte was Cooles. Ich glaube, die einzige Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, ey, jetzt reicht. Hauptsache es reicht, war ab der 11. bis zu meinem Abitur. Da war so wirklich so, ey, langsam reicht's. Aber also, ich war schon, also wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin immer gerne zur Schule gegangen, aber jedes Schuljahr hatte auch für sich irgendwie was Cooles. Nur, ich muss schon dir recht geben, die Grundschule war schon echt noch am schönsten. Ja, und es kommt auch immer wieder auf die Lehrer ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Ist es bei euch auch so? Und also, auch die Sitzpartner. Ja, das natürlich auch. Aber ich glaube, heute haben wir relativ, oder über die letzten 12 Jahre haben wir relativ gute Sitzpartner erwischt. Genau. Hattest du eigentlich jemanden, den du wirklich von der ersten bis zur, in deinem Fall bis zur 13. wahrscheinlich? Nein. Nein? Du? Nein, ich glaube bis zur 11. Bis zur 11. Okay. War ich mit meinem besten Freund, wirklich. Danach hat es irgendwann aufgehört. Nee, bei mir, das hat immer mal gewechselt. Wir haben auch in den Jahrgangsstufen dann wieder gewechselt und so. In der 7. wurde das nochmal wieder. Ehrlich? Ja, wo wir dann Latein oder Französisch spielen konnten. Ja, aber das waren ja nur die Kurse dann. War bei uns dann die ganze Klasse. Habt ihr dann so eine Französisch-Klasse bekommen tatsächlich? Ja. Bei uns war es so, ihr könnt das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir erzählen gerade so ein bisschen von unserer Schulzeit jetzt noch nach dem Video. Wir werden ein bisschen nostalgisch. Werden wir immer, wenn das Ende des Jahres kommt. Auf jeden Fall war es so, dass wir zwar Kurse hatten, aber unsere Klassen sind gleich geblieben. Das heißt, von der 5. bis zur 10. hatte ich immer die gleiche Klasse, aber ich hatte die verschiedenen Kurse. Ich hatte dann zum Beispiel einen Französischkurs und die Lateinleute waren dann in ihrem Lateinkurs. Das war dann in der Oberstufe so. Aber ja, in der Oberstufe, genau. Da war es sowieso so, dass das dann komplett aufgeteilt wurde nach Leistungskursen und Grundkursen. Also, ihr hört schon, wir erzählen ein bisschen aus unserer Schulzeit. Genau, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist, was bisher euer Lieblingsschuljahr ist. Gerne alles in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, was fandet ihr besonders witzig, könnt ihr auch unten reinschreiben. Sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen, unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.